Hallo Leute und willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. In der letzten Folge sind wir bei dieser netten Dame hier geendet, die von dem Turm hier die Linse haben will. Ich habe schon ein bisschen aufgemacht. In der Annahme, ich würde aufnehmen, aber ich habe nicht aufgenommen. Ist nicht viel passiert. Wir haben den ganzen Turm noch vor uns. Hurra! Und hier kommt auch der Zugwerfer wieder sehr viel zum Einsatz, so wie es aussieht. Ich bin ja froh, dass das mit der Steuerung so schön gelöst ist. Ja, du machst einen auf Lara Croft. Aber ich glaube, dass der Turm, ehrlich gesagt, keinem mehr interessiert, ob der jetzt ein bisschen mehr kaputt ist oder nicht. Ich glaube, das interessiert hier keinen mehr. Weil wenn man sich den desolaten Zustand anschaut, in dem der sowieso ist, kannst du es nicht mehr wirklich schlimmer machen, denke ich. Das war nix. Eieiei. So, noch mal nach oben. Wo war das jetzt? Hier. Habe ich da irgendwas übersehen, wo es weitergeht? Ärgerlich nicht, ne? Muss hier. Oder vielleicht doch hier? Man weiß es nicht. Ah. Jetzt bin ich auf jeden Fall ganz unten. Das ist nicht gut. Oh. Das ist aber gut. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Okay. Alles klar. Gut, jetzt haben wir einen anderen Weg. Der nirgends hinführt. Nee, es wird dabei bleiben, ich muss darüber. Ich gehe einfach daraus. Das würde auch gehen. Signalgeräte. Hier könnte ich eine Linse für Rayna finden. Ziemlich sicher, ja. Hab die Linse. Die kann ich Rayna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Die wird ja noch da sein, oder? Keine gute Idee. So, wo bin ich da jetzt? Auf jeden Fall nicht in der Nähe von Rayna. Ach, da bin ich. Ich bin komplett unten. Okay. Kann ich den ganzen Berg da wieder hochlatschen, oder wie? Das war jetzt nicht so klug. Will ich aber nicht. Das ist hoch. Och, Menno. Wenn das. Sieht er da noch immer?
okay da oben? Interessiert dich das? Ja, eher nicht. Ich mache nur Smalltalk. Du hast es echt drauf. So, na dann nochmal hoch zu der jungen Dame. Habe ich ja voll Lust drauf. Oh, 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 oh. Mein Waschbär. War die überhaupt da oben? Ich denke mal schon, ne? Muss man, der Turm ist ja auch da oben. Komm schon, Eloy. Wir haben's fast. Hilfe. So, und die müsste dann da vorne irgendwo sein, ne? So, da vorne ist sie. Gehst du noch da? Ist jetzt aber nicht weg, oder? Ach, komm schon. Ist weg. Sonst noch aufgeklettert. Gut, da muss sie im Fahrlicht oder so in der Art sein. Da ist sie. Der Fahrlicht, ja. Hätte ich vielleicht vorher nachschauen können. Aber Moment, da nehmen wir die Abkürzung hier. Da lege ich einfach nochmal ab. Jetzt nicht die Welt darauf kommen. Müsste sogar von hier aus ja möglich sein. So, wo bist du? Ist nicht weit weg, auf jeden Fall. Da vorne drin, ja, da ist im Fahrlicht. Oder zumindest davor. Hier ist es drin. Immer mit der Ruhe heute. Ja, bin ich zurück. Schon schräg, eine Nora im Schrecken zu sehen. Da gehen dich das an. Ich hatte gehofft, dass du herkommst. Ich will kein Schulterklopfen. Ich will Neues entdecken. Tolle Einstellung. Das Einzige, das ich... Hast du mir was mitgebracht? Ja. Hab, was du wolltest. Ich hätte es nicht besser machen können. Hier, für deine Mühe. Lass mich wissen, wenn du mehr davon findest. Oh, Grünglanssplitter hat es auch gegeben. Ist ja pausiert, die Quest, ne? So, Quests. Was haben wir da? Heraus, wo die Dornrücken im Fahrlicht herkommen, das ist derzeit pausiert. Dann haben wir die Landschaft und das ist unsere nächste Quest. Oh, ich könnte nachher deinen Haken. Ich werde hier gebraten. Hier draußen ist es wie in einer Schmiede. So, wo ist er? Keruft?
alte Lager suchen wir. So, da kommen wir nicht hin. Achso, das Beutelager ist ja schon... Ah, das ist ja wieder hinter dem Tor. Dann sind wir hier eigentlich ziemlich fertig, ne? War noch irgendwelche Quests? Die Gesandtschaft, Schatten im Westen, Aufträge. Habe ich da irgendwas noch nicht gemacht? Abrissprüfung, ja, die habe ich schon alle. Eigentlich. Warum soll ich das nochmal machen? Gibt es einen Grund dafür? Mache ich jetzt nicht. Ich mache die Gesandtschaft, damit wir endlich aus dem Dingens hier rauskommen. Fest. Haupt. Gesandtschaft. So. Ja, du. Sind alle rausgekommen? Ich glaube schon, aber keine Ahnung. Vorsicht da. Nee, da nicht. Nase voll vom Graben? Da. Da müssen wir reiten. Da ist Erend. Er hat wohl einiges intus. Meine Herren? Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen. Wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig. Also frag einfach, wenn du was brauchst. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Wart Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass er Wart sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir seinem Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schiefer. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Erend. Schon gut. Den Versuch war's wert. Also, was ich sagen wollte, wenn...
du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ja, Erendal ist die Stimme der Vernunft. Wer würde das denken? Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Ach komm schon. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Karja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe ja ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Auf jeden Fall. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Ein bisschen schneller, bitte. Und viel Glück. Oh Gott, der ist auch da. Können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Öffne bitte die Tore! Lasst sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die
Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Hey, Val. Hi, Erend. Was geht hier vor? Das Übliche. Aloy will etwas, die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nozar! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Danke, Erend. Die Welt rettet. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Also der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt, die müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Ja. Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Wer schreibt denn da? Die da. Oh oh. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Na klar. Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf.
Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil, mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrot müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja, du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen.
Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaro kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Marschelle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Einmal ja, einmal nein. Die Kaja öffnen die Tore. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten! Die Gesandtschaft beweist es! Und ihr Marschälle seid seine Komplizen! Dafür habt ihr den Tod verdient! Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte! Oh oh. Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Schützen! Wehrt sie ab! Ah!
flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Das werden sie nicht schaffen. Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Autsch! Kaja! Gib mich da! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! So, unser Stichwort, das war's für diese Folge. Schützen auf dem Felsgrat!